Ja, ich bin's nochmal. Also das hat mich ja nicht in Ruhe gelassen. Ich hatte ja den ersten Teil jetzt abgedreht gehabt und habe jetzt nochmal die zwei großen Stanzen nochmal durch meine Stanzmaschine geschoben. Ich habe also alles auseinander gemacht, alles in Einzelteile zerlegt und wollte mir nochmal das Resultat angucken. Weil ich fand das von mir echt eine Katastrophe, euch das so zu zeigen. Man hat auch gar nicht richtig extrem die Details gesehen, zumindest bei der Schachtel. Bei dem Pfefferkuchenhaus schon mehr, aber bei der Schachtel überhaupt nicht. Denn die hat so viele Effekte noch und das muss ich jetzt hier ranhängen. Deshalb kommt das jetzt hier im Anschluss. Ging beides wunderbar aus den Stanzen rauszulösen mit der Zange, kann ich sagen, ist optimal. Jetzt legen wir aber mal los. Ihr seht ja hier schon ein bisschen was. Ich habe jetzt auch mal verschiedene Farbtöne genommen, dass ich das schön absetzen kann. Also ich möchte mich noch mal entschuldigen. Aber manchmal ist es eben so. Und ich muss dazu sagen, ich glaube auch, dass sich das bewahrheitet hat. Man sollte natürlich die Stanzen immer alle schon auseinander machen. Ist natürlich klar, aber das hatte ich ja gesagt, das habe ich jetzt gemacht, damit ich schneller ans Ziel komme. Ich habe einmal ein Einzelteil vom Häuschen, geht auch super raus. Dann habe ich das in einer Einzelteil hier. Ging auch super raus, habe ich in Schwarz gemacht. Das ist ja sozusagen der Aufleger, den man hier so schön hinsetzen kann. Das Schwarz ist jetzt das hier. Das müsste man jetzt hier noch rausmachen. Puppel ich jetzt nicht raus. Das war ja hier so drin. Das habt ihr ja alles gesehen. So war das drin. Und ihr seht auch schon, ich habe da nur kleine Ecken. Aber ansonsten ist es eigentlich alles tadellos. Dann habe ich das hier alles nochmal hier so schön in einem anderen Papier gemacht. Und ihr seht auch schon, es geht alles wunderbar raus. Ihr könnt es alles andersfarbig machen. Ich will euch nur zeigen, dass das ich nehme mal die Platte am besten ab, dann sehe ich das besser, was ich hier nun rausstanzen kann zum Dekorieren. Schaut mal, also die Tür geht raus, die einzelnen Elemente gehen raus. Das Herzchen, das hatten wir ja schon gezeigt, dass das wunderbar rausgeht. Und es ist richtig akkurat, wunderbar. Die Schnörkel, glaube ich, gingen auch raus. Ja, da hatte ich ja ein bisschen zu tun hier in der Ecke, weil die sehr, sehr filigran sind. Also da seid ein bisschen vorsichtig. Aber geht auch raus. Was mir jetzt auffällt, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Jetzt sehe ich es aber. Also die Pünktchen gehen hier auch raus, das weiß ich noch. Das versuche ich auch mal vorsichtig. Ihr könnt ja natürlich so eine Matte auch unterlegen, wenn ihr ein bisschen Angst habt, dass er euch in den Finger so ein bisschen piekt. So, und zwar, ja, ich hole euch mal näher ran. Aber ich glaube, ihr seht es schon. Hier sind Einprägungen. Hier sind doch immer die kleinen Bonbons zu sehen. Seht ihr das? Und hier auch ein bisschen von der Zuckerstange. Hier sieht man zum Beispiel auch den Giebel, dass der nochmal eine gewisse Prägung hat. Das ist mir vorhin zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Also die Details habe ich euch doch wirklich ein wenig unterschlagen. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ziehe jetzt wieder ein bisschen größer auf, damit wir das aufeinander tun können. Das wäre jetzt schon mal. Hier ist so ein kleiner Grat noch dran. Hier wäre jetzt schon mal als Kontrast hier das Häuschen. Papier wieder das von Action. Oder von Teddy. Und dann hat man hier natürlich seine kleinen Stangen und die hatte ich ja schon. Die hatte ich euch ja schon gezeigt, dass die wunderbar sich lösen, dass ihr die übereinander legen könnt. Ich wiederhole mich jetzt bestimmt ein paar Mal.
Aber ich will es euch dennoch zeigen. Klappt wunderbar. Also es macht schon einen Unterschied. So, jetzt hatte ich ja das Ding, dass es hier nicht rausgeht. Vielleicht komme ich da ein bisschen seitlicher irgendwie ran. Will nämlich jetzt auch wieder nicht rausgehen. Ne. Ja. Ich nehme jetzt mal schnell eine andere. Die sind hier alle lose. Das sind zum Beispiel die Sachen, die hier unten hinkommen können. Diese Teile. Die hätten in der Mitte in meinen Augen so ein kleines Loch noch benötigt, wenn die so schwer rausgehen. Ja, das will aber wenigstens raus. Ach, ist schon draußen. So. Und die gingen ja letzte Mal auch nicht so richtig perfekt. Aber diesmal lassen sie mich nicht im Stich. So. Guck mal, die würden nämlich hier unten hinkommen. Hätte ich natürlich jetzt einen Kontrast haben müssen, habe ich jetzt aber nicht. Und dann haben wir ja die Tür auch nochmal. Die könnte man da also auch wunderbar noch verwenden. Man kann ja auch so eine Butzenfensterchen machen oder man macht die Tür, wenn man das, sich das so arrangiert, macht die Tür erhaben. Oder man kann sie natürlich auch ein bisschen so machen, als ob sie sich öffnet, dass man hier so einen kleinen Falz macht. Hier haben wir die eine Zuckerstange, hier haben wir die Schnörkel, die man einsetzen könnte, andersfarbig natürlich. Ne? Hier ist noch so ein Schnörkel, das sind hier von der Tür das. Hier haben wir noch ein Teil, das ist eine Schleife mit einem so einem Lolli, den man dann irgendwo dekorativ hinsetzen könnte, wenn man das möchte. Das ist die Stanze. Hier ist noch eine Stanze drin. Und wie geht sie raus? Ja, und wunderbar. Da hatte ich ja auch ein paar Problemchen hier mit dem Fensterbrett. Ich glaube, das habe ich nach wie vor. Aber ich könnte mir das Element mal, weil ich es ja jetzt rausgenommen habe aus der Verpackung jetzt als solches, wo alles zusammen ist, mal auch versuchen, ob der Trick mit dem Alupapier klappt. Habe ich in dem Fall jetzt nicht gemacht. Schauen wir mal. Ach, guck mal, aber es klappt diesmal. Schön vorsichtig, weil es ja alles sehr filigran ist. Also das ist eine Stanze, auf die freue ich mich richtig schon, da was draus zu machen. Das könnte man zum Beispiel hier hin machen, ne? Da könnte man auch die, ich schätze mal, das soll darstellen, so eine Fensterläden, dass man die so schön auseinander machen kann. Dann haben wir hier natürlich, warte mal, das wäre ja dann hier sozusagen und dann würde das darauf kommen. Kann man natürlich auch andersfarbig machen, die Schündeln, aber ich lasse die jetzt mal so, um euch das schnell zu demonstrieren. Aber so eine Karte oder was man da auch immer macht, ist natürlich ein Hingucker, ne? Weil sowas gibt es ja nicht von der Stange zu kaufen. Okay, hier habe ich einen Rand, das würde ich jetzt hier ein bisschen vielleicht noch abschneiden. Die Ungeduldigen, so wie Petra, die nimmt natürlich den Fingernagel. So. Das würde ja hier dann raufkommen, ne? Wie gesagt, die einzelnen Schündel, das ist das dann hier, haben wir noch was hier drin, ne? Das, die Aufleger, die Zuckerstange, die würde ich wieder rauskriegen, die Zuckerstange, schwupps, hier ist nochmal so ein Element, das man theoretisch ja so runter machen kann, ne? Und dann könnte man hier diese Farbigkeit machen, denn die sind ja weiß, rot und ich habe aber auch schon mal andersfarbig, sie mit Grün und Rot, glaube. Hier wäre das Fenster. Sagen wir mal, hier würden die Zuckerstangen hinkommen. Hier vielleicht auch, dass es so 3D-mäßig ist.
Das sind die Schnörkel, wie gesagt. Hier haben wir noch ein Element. Und jetzt müsste ich ja die eine Zuckerstange hier noch rauskriegen. Warum will die nicht rausgehen? Du, wir warten alle nur auf dich. Schiete. Das ist natürlich doof. Gerade die, die auch noch die anderen Zacken hat, ne? Also das andere da drin hat, ne? Was man so schön als Aufleger. Ah, ich hab's jetzt rausgekriegt. Naja, bisschen geknickert. Aber das wird die dann. Schaut mal. Wunderschön. Und die Stanze sieht ja eigentlich vor, dass man das Ganze, ich lege das mal jetzt hier so ein bisschen zur Seite, dass man das Ganze hier auch falzen kann. Hier ist so ein Falz. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, wenn ich jetzt mal so zum Licht, dann seht ihr das eigentlich wunderbar. Und das können wir ja dann machen, denn es ist theoretisch so eine Aufstellkarte. Und hier hat man auch noch einen Falz. Und dann kann man die sich so hinstellen als Beispiel. Wäre natürlich schöner, wenn sie höher stehen würde, aber man könnte sie sich so hinstellen. Man kann natürlich zwei so eine Elemente machen und noch was anderes machen. Aber theoretisch ist es so gedacht. Hat ja dieses Element. Seht ihr ja. Reinstellen, so kann man sie nicht. Das hätte dann länger sein müssen, dass es noch mehr steht. Aber theoretisch wäre die so gedacht. Ich überlege gerade, wenn man zwei hintereinander macht, wie es dann aussehen würde. Wenn man hier noch eins hin macht, dann hätte man wie so ein Dreieck. Ja, also das ist zumindest vorgegeben erstmal durch die Karte. Also was die Stanze so vorgibt sozusagen. Ja, ich sehe gerade, man hätte ein bisschen besser falzen müssen, damit es richtig schön versteckt ist. Sonst sieht man das. Ich bin nur den Falz nachgegangen. Also ein bisschen darauf achten, dass es auch versteckt ist, sonst sieht man das hier. Da müsste man jetzt ein bisschen drauf achten. Aber das kriegt man ja noch hin. Ja. Na? Eigentlich ist es ein schöner Cardstock. So, jetzt steht sie wieder. Ja, besser wäre natürlich, wenn sie so stehen würde. Aber das kann man ja als Bastler sich noch individuell machen. Aber so ist es erstmal vorgegeben. Also ich würde jetzt hier nirgendwo richtig kleben können, weil das bringt es ja nicht, hier kommt ja nichts ran. Ja. Mal sehen, wenn ich damit arbeite, ob mir da noch eine Idee zu einfällt, ob man sich das vielleicht anders gedacht hat. Vielleicht gehe ich auch noch mal auf diese Webseite, ob man da irgendwie was gezeigt hat, wie man das machen kann. Na, mal schauen. So, ich räume jetzt hier erstmal meinen Wust hier weg. Aber ich finde, das war schon besser, die Präsentation, als wie ich das da vorhin so gezeigt habe, wo man die schönen Details ja nur zum Teil gesehen hat. Und das ist ja sonst ärgerlich. So sehe ich das zumindest. Also ich habe mal geguckt, wie das auf der Webseite aussieht. Sie stanzen dieses Teil hier zweimal aus und machen einmal einen Boden mit diesem Häuschen, das dann angeklebt wird an das zweite Teil, was ihr ausgestanzt habt. Muss ich testen? Kann ich euch noch nicht sagen, aber so haben sie sich das gedacht. Und damit die Karte dann hält und sie natürlich nicht so groß ist, weil man kann sie ja so nicht verschicken, haben die hier vorne einen Spruch ein bisschen erhöht aufgebracht, was dann der Stopper für das Häuschen ist. Wenn das Häuschen ja dann so ist, muss die ja gestoppt werden, dass er aufgestellt werden kann. Und so haben die das zumindest da gemacht. Ich schau mal, wenn ich dann dabei bin beim Basteln mit diesem schönen Pfefferkuchenhäuschen, Weihnachtshäuschen oder wie man es auch immer bezeichnen mag. So, das haben wir geklärt. Jetzt geht's an diese Schachtel.
So, schaut mal. Also, ist als alles ein bisschen wüst, aber Petra hat einen Plan. Das ist die Schachtel. Kam wunderbar raus. Das ist dieses Element. Und die haben da ganz viel Zeug dabei. Das ist das Element. Die Maße hatte ich ja euch schon gesagt. So, das tun wir schon mal zur Seite. Wie die Schachtel aussieht, zeige ich euch vielleicht nochmal. Dann hat man zusätzlich so eine gestitchte, so einen gestitchten Aufleger, den man hier zum Beispiel rauf machen könnte, als Beispiel. Oder man hat dieses Element. Es hat keinen gestitchten Rand. Kann man auch zum Verzieren verwenden. Ich hoffe, wir haben genügend Platz. Dann hat man diese Elemente. Die, nein, komm schon, die hier so drinne bleiben, wo man aber einen Rahmen hat, dass man die auch aufkleben könnte, also rauskriegen könnte und die dann auch hier platzieren könnte. Ich habe jetzt aber, da ich alles einzeln gemacht habe, jetzt das Teil so, ist mir das leider rausgefallen, runtergefallen. Und das ist das Teil hier. Ja, dann hat man noch diesen Rahmen, also der ja jetzt hier so gehen würde, reingehen würde, dass man das hier mit einem kleinen Rahmen hat. Das wäre dann das Element, wenn man das nicht so setzen würde. Dann hat man gleichzeitig noch die Möglichkeit, die Sache, nee, das würde nicht passen. Falsch gedacht, Petra. Dann muss ich es ja hier irgendwo haben. Okay, dann habe ich es hier, dieses Element. Dann hat man hier den Schmetterling. Dann habe ich hier den Schlüssel. Den müsste ich nur mal rausmachen. Also wer so Vintage-Sachen macht oder so, ne? Da ist ja so ein Schlüssel mal gar nicht so schlecht. Oder man, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Truhe, ne? Ganz detailliert, ganz toll. Ich habe ja hier den Schlüssel hier, dann mache ich das mal hier so hin. Kriegt man wunderbar raus. Dann habe ich hier noch so ein Schnörkelteil. Kann man das ineinander setzen? Das könnte man ineinander setzen, schaut mal. Dann hat man so einen Rahmen noch. Das wäre das sozusagen, groß und klein. Dann haben wir hier so ein Fähnchen. Muss mal schauen, das wäre doch der Rahmen von dem hier, ne? Ja. Und wenn ich richtig liege, würde das da nicht gehen, denn das ging ja bei dem Kleinen auch nicht. Richtig, geht nicht. Was habt ihr jetzt gar nicht gesehen? Cheater. Nochmal. Das hier, das ist der Rahmen dafür. Seht ihr? Aber der geht nicht. Der ging ja bei dem Kleinen hier auch nicht. Der geht nicht. So, das geht hier nicht. So, okay. Das wissen wir. Das ist das Fähnchen. Hier ist alles draußen. Hier haben wir nur so ein Schloss. Schaut mal, so ein Schloss. Also eigentlich für eine Truhe, wenn man das so macht, optimal. Ich glaube, ich habe einen Schmetterling verloren. Der kleine Schmetterling, den sehe ich hier nirgendwo. Oder der ist noch in dem einen Papier drin. Jetzt habe ich hier einen etwas größeren Schmetterling. Also es löst sich alles wunderbar. Ein etwas größerer Schmetterling. Der sieht auch sehr hübsch aus. Muss ich sagen, das ist, wäre dann die Form. Ich tue die mal hier zur Seite, die nimmt ja nur Platz weg. Dann haben wir eine Blume noch.
Die ist hier nicht drin. Hier sind noch Sterne drin. Die waren hier drin, die Sterne. Also ich zeige euch das hier nochmal. Ihr könnt sowas auch als Schablone verwenden, ne? Aber ich wiederhole mich hier bestimmt. So, das habe ich, das habe ich. Dann habe ich noch ein Schloss. Ach, ich sehe schon den Schmetterling. So wie so ein Vorhängeschloss als Herz. Dann gehen wir mal zum Schmetterling. Der ist nämlich hier. Hier ist er nämlich. Das ist die eine Blume. Das wäre die Blume hier. Und das ist der süße Schmetterling. Der ist da. Und dann hat man hier wieder... Ja, ich tippe mal, das sollen Zahnräder sein. Geht auch wunderbar raus. Was habe ich euch nicht so schön zeigen können, ne? Als ich da das ganze Ding, da hat man nur gesehen, ja, die Stanze bietet sehr viel an. Aber man ist nicht, ich bin nicht so sehr auf die Details gegangen. Und das hat mich doch gewurmt und das ist nicht mein Anspruch. So, schaut mal, auch sehr, sehr schön filigran. Könnte man hier auch wunderbar aufsetzen. Könnte man bestimmt auch... Nee, der Rahmen wäre zu klein, dann wäre das Ding ja auch zu klein sozusagen, dass man das darauf setzen kann. Obwohl das bestimmt nicht hässlich aussieht, wenn man das ja dann noch erhabener macht. Haben wir noch was, was? Ja, ich habe noch einen Schnörkel. Aber ihr seht es, glaube ich, ganz gut. Sieht hier wieder ganz süß auf dem Tisch aus, aber ihr schafft das. Dann haben wir noch so einen Schnörkel, schaut mal, so einen anderen. Auch schön. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gelöst. Also wir haben Schlösser, wir haben Zahnräder, wir haben Schmetterlinge. Ja, das ist so ein Element, da müsste ich mich erstmal anfreuen. Da ist mir zu viel los, theoretisch. Ich würde dann mir auf die Einzelteile so abfahren. Aber ist alles Geschmackssache. Also die Stanze hat wirklich sehr... Die ganze Schachtel, wunderbar rausgegangen. Ihr könnt hier auch wunderbar kleben. Schöne Klebeflächen. Die war ja so ein bisschen komisch von mir gemacht worden. Ich zeige es euch mal schnell. Ich muss immer auf meine Kamera gucken. Die will schon wieder mir anzeigen, dass es gleich vorbei ist. Aber vielleicht bin ich schneller. Ist auch eine schöne Stanze, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie sehr zügig geht für einen Weihnachtskalender. So. So, so. Ihr zum Beispiel, das könntet da wegschneiden, weil das bräuchtet ihr theoretisch gar nicht. Oder ihr macht euch so einen kleinen Schlitz und dann würde die so reinkommen. Und hier würde dann zugemacht werden. Weil eigentlich ist ein Element, hatte ich ja euch schon davor gesagt gehabt, zu viel. Oder hat man noch was anderes davor gesehen? Nö, eigentlich nicht. Ich kann ja auch noch mal nachher auf die Webseite gehen. Aber theoretisch wäre das dann so die Schachtel. Oder man hat ja eine Truhe sich gedacht. Eine Truhe hat ja so eine Klappe hier vorne, ne? Dann würde ja so ein Schloss hinkommen. Daran hatte ich jetzt vorhin gar nicht gedacht. Seht ihr? Eine Idee mehr. So, jetzt ist aber Schluss. Erster Teil beendet. Der wird wieder so mega lang. Ich muss mit dem anderen Teil starten. Tschüss!